Moin Moin Leute, hier sind wir wieder bei der FIFA Gameplay HD. Und ihr seht 2367 Münzen. Mal gucken hier, was weggegangen ist. Also Spielerfitness 150. Mannschaft 1300. Habe ich doch gesagt, dass man mit einem Bronze-Pack echt gut Geld rausmachen kann. Dann das Trikot für 300, 300 und 300. Habe ich für 150 und 250, glaube ich, gekauft. Die Spieler sind nicht weggegangen. Und die anderen glaube ich auch nicht. Die kann man dann im Schnellverkauf wegmachen. Bieten wir an. Vielleicht will sie ja einer kaufen. Also gehen noch 59 Minuten. Wenn ich das Video hochgeladen habe, vielleicht nur noch 30 oder so. Ihr müsst dann einfach hier bei Name gucken. Aber das Video müsst ihr schon echt früh dann angucken. Und ich glaube nicht, dass das was wird. So, wir haben jetzt 2300 Münzen. Jetzt können wir schon den Trick mit den Spielern anwenden. So, Aufstellung ist egal. Auch Deutschland. Bundesliga. Und FC Bayern. So, wir suchen mal den Holger Badstuber. Da. Wir sehen, Startpreis 3200. Preis ist aber etwas groß. Also das ist nicht der normale Preis. So, 4400 ist aber auch 1,4,1,2,2. Und Badstuber 4000, 3000. Aber wir kriegen ihn bestimmt irgendwo für 2000. Und dafür, warte, wir gucken noch einmal hier nach Badstuber oder Rainer. Wo ist noch ein Badstuber? Badstuber, da. 900. Der ist billig. Wenn man hier so ein Schnäppchen hat, Sofortkauf 1300. Ja, sollen wir mal bieten? Wir bieten einfach. So, und dann habt ihr Badstuber für 900, obwohl der übelst viel mehr wert ist. Und dann könnt ihr richtig anfangen, Kohle zu machen. Also ich nehme Badstuber, mit Gomez geht's auch. Verdient ihr aber nicht so viel, 100 oder so, weil ihr den nicht ganz so billig bekommt. Aber trotzdem ist es echt geil, dass es überhaupt so kommen kann. Also dann habe ich noch eine Internetseite, wo ihr rausfinden könnt, wie viel jeder Spieler wert ist. Und diese Internetseite steht in der Beschreibung. Also die eine Seite ist foothead.com und die andere ist ultimatedb.nl oder so. Ja, glaub schon. Aber es steht auf jeden Fall in der Beschreibung. Da müsst ihr auf der Homepage schon noch auswählen, für welche Konsole ihr die haben wollt. Und jetzt habe ich M gesagt. Hört sich ja voll scheiße an, ne? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie sich anhört. So mit einem Video. Würde ich gerne mal wissen. Sonst sage ich öfter Also. Nee, war ein Witz. So, aber trotzdem könnt ihr es in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und es hat jemand irgendetwas gekauft? Oh, wie bieten mal 1000? Also es hat gerade irgendjemand was gekauft, hat man da oben gesehen? Oh nee. Ich wollte einfach nur überbieten. Dann kriege ich das Geld ja wieder. Oder sowas. Und wir haben ihn für 1000 bekommen. Und ihr habt ja gesehen, wie viel der wert ist. Also der ist mehr wert. Suchen wir den mal eben hier bei Auktionssuche nochmal. Innenverteidiger. 4411 oder so war das, ne? Suchen. Hier Badstuber. Da, 900, 1700, 1300, also man kann schon 200 Gewinn machen. Ja, der geht noch 19 Minuten, also nicht, weil da steht 700 Startpreis. Denken, das will jetzt einen scheiß Handel haben. Also dann geht ihr hier auf euren Spieler irgendwo, wo stehen die denn jetzt? Da, bei Beobachtungsliste. So, und dann eine schnelle Auktion. So, wir haben den jetzt für 1000 gekauft, dann kommt der für 1100 rein. 1200 sofort kaufen, wird schon klappen. So, Tauschstapel mal eben gucken. Einmal jeden anklicken, damit die mal verschwinden. Das ist hier voll scheiße in der Web-App. So, jetzt sind die weg. So. Und vielleicht will ja doch einer hier die Trikots oder so kaufen. Oder mir ein bisschen Münzen spenden, ist scheiße, weil wir ja gerade hier Münzen haben wollen.
trotzdem abonnieren, kommentieren, bewerten. Würde mich sehr freuen. Und diesmal, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, an der Qualität hier vom Video, nehme ich mit Fraps auf. Und ich hoffe, es gefällt euch. Bandicam, da war hier oben immer bandicam.com und so ein schwarzes Balkending. So, dann wollte ich noch einen Freund grüßen. Hier, Black Knight LP. Guckt euch mal seine Videos an. Sind echt klasse. Und das war's. Kommentieren, abonnieren, bewerten. Bitte nicht vergessen. Ich brauche ein paar mehr Kommentare zum Antworten. Mir ist langweilig. Und damit verabschiede ich mich. Das war euer FIFA Gameplay HD. Bis zur nächsten Folge.